Ja, herzlich willkommen vermutlich zu einem der letzten Teile zu Planet of Lana. Wir sind durch die Wüste und vermutlich jetzt sehr, sehr bald am Mutterschiff, das wir die ganze Zeit gesehen haben. Durchgehend, immer aus unterschiedlichen Distanzen am Horizont. Und mal schauen, wie lange die Story jetzt noch trägt. Bin sehr gespannt, ob es jetzt noch ein Take wird oder zwei. Und lass mich da aber von Spiel überraschen, ich weiß es einfach nicht mehr genau. Ich schalte mich wieder stumm und wünsche euch viel Spaß bei diesem Teil zu Planet of Lana.
Moi, Eva Ki. Thank you.
Also die KI ist uns nicht feindlich gesonnen, sondern sie versucht uns nur davon abzuhalten, ihre Pläne zu durchkreuzen. Das ist nochmal was anderes. Mal sehen, wo das Spiel noch hingeht. Lana! Ila!
Hallo? Lana? Ilo? Lana? Ilo! Lana! Papa! Dir! Ilo! Lana! 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 Yeah!
Ui, alles geschafft und alles verloren. Ima. Mui. Dafür liebe ich solche Spiele. Toll, wie das über diese 5-Ton-Folge das ganze Spiel geht. Rakoven freut sich. Sein Name wirkt wieder sehr altertümlich im Vergleich zu dem von Lana. Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Jetzt ist die Welt wieder im Lot. Kalibriert. Das Spiel nimmt sich sehr viel Zeit, um diesen Moment einzuführen. Und man mag es jetzt schon an, das, was sie träumt, nachdem sie stürzt. Man sieht es in den zwei verwaschenen Traumsequenzen, die man selber spielt. Ja. Dass das eine Foreshadowing ist. Menomui. Eine bessere Zukunft. Oh nein. Dann zieht euch den, also hört den Soundtrack. Thank you.
so dahin. Sie nimmt den Sprung jetzt schafft. Also ein sehr, sehr tolles Spiel. Planet of Lana mit einer eigentlich sehr gut etablierten Spielmechanik, wie man es von Limbo kennt. Oder in der Anlage auch von Journey. Ach komm, nein, 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 komm. Also mit einem unglaublich süßen Sidekick, der clever in die Rätsel eingebunden ist. Und jetzt sieht man die. Mein Reittier tut das wirklich. Also, dass mich erst zum Mutterschiff gebracht hat. Oh, jetzt kann man so vorbeikommen. Mit einem wirklich grandiosen Soundtrack. Nicht zu lange. Also, wir sind noch weit unter 5 Stunden. Und eine schöne Geschichte, die zum Nachdenken anregt, wie das Spiele dieser Art tun sollten. Das heißt, wir sind offenbar auf einem anderen Planeten, weil die Menschheit ihren Planeten zerstört hat, mutmaßlich und verlassen musste. Und dann auf diesem Planeten ihre Technologie verloren hat. Der Grund dafür wird nicht genannt. Es scheint ja auch so zu sein, dass Ilo überrascht war von diesem Maschinenangriff. Und ab diesem Zeitpunkt waren die Maschinen uns ja feindlich gesonnen. Es gibt noch diese Figur des Rakuen, der offenbar die alte Technologie und das alte Wissen in der Wüste noch bewahrt. Und die KI selbst oder die Maschinen haben sich nicht gegen Menschen an sich gerichtet, sondern nur gegen die, die gegen ihre Pläne gearbeitet haben. Das heißt, sie hat explizit Mui verschont und hat ja auch die Menschen in Sicherheit gebracht. Möglicherweise war das so eine Art Notfallrettungsprogramm, was wir da gesehen haben, was ein bisschen schief gelaufen ist. Ganz am Anfang haben wir gesehen, wie Ilo und Lana hier stehen an diesen Steinen. Ich nehme an, dass es die Gräber ihrer Eltern sind, aber das erzählt das Spiel nicht aus. Und ich denke, ich weiß, wo wir Ilo treffen. Ja, also unbedingt zur Nachahmung, also zum Nachspielen empfohlen. Das ist eine wirklich tolle Erfahrung. 2-3 Quicktime-Events übersteht man. Mit sehr, sehr fairen Rücksetzpunkten. Und es ist wirklich eine tolle Reise, auf die das Spiel hier einnimmt. Und damit sind wir, denke ich, am Schluss der Geschichte. Ende der Planer. Also, mit dem Outro lasse ich euch jetzt mal allein. Mal sehen, mit welchem Spiel ich weitermache. Hört den Soundtrack bitte unbedingt, er lohnt sich. Und spielt das Spiel, wenn ihr es irgendwie könnt, selbst. Es gibt es auf Steam und für die Microsoft-Systeme. Für andere Systeme leider nicht. Aber nützt die Gelegenheit. Sowas kommt einem wirklich selten unter die Finger, vors Auge und vor allen Dingen in diesem Spiel. Also bis dahin.